بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سس على بامس سبحان هاتجن الله زيجن هاي زر بروفيت محمد und auf all denjenigen, die in seine Fußstapfen treten. Ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist und derjenige ist, den Allah auserwählt hat von allen Menschen, um ihm die letzte aller Botschaften, die edelste aller Botschaften zu überbringen, sodass er sie den Menschen verkündet, allen Menschen, sogar den Dschinn. Allahs Segen heil sei auf ihm und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns am Tag der Auferstehung unter denjenigen versammeln, die unter seiner Gemeinschaft auferstehen werden, denn er ist derjenige, der dazu imstande ist und er ist derjenige, der dazu den Erfolg verleiht. Liebe Geschwister, heutige Kapitel im Fiqh fangen wir ein neues großes Kapitel an, und zwar Az-Zakah. Az-Zakah haben die Gelehrten mit Recht nach dem Gebet gesetzt. Also erst fangen sie an mit At-Tahara, mit der Reinheit und der Reinigung, und danach mit dem Gebet. Aber der erste Rücken ist eigentlich das Gebet nach dem Glaubensbekenntnis. Aber weil das Gebet erst gültig ist mit der Reinheit und Allah subhanahu wa ta'ala ein Gebet nicht annimmt ohne der Reinheit, haben die Gelehrten At-Tahara vor dem Salah noch gesetzt als Voraussetzung. Und nach dem Salah haben die Gelehrten Az-Zakah erwähnt, aus vielen Gründen, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran zum Beispiel Az-Zakah sehr oft mit dem Salah zusammen erwähnt und erst das Gebet erwähnt und dann Az-Zakah erwähnt. Er hat gesagt, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ, und verrichtet das Gebet und entrichtet die Zakah. Und er sagte auch subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Wenn sie bereuen und das Gebet verrichten und die Zakah entrichten, dann lasst sie ihren Weg gehen. Wir sollten wissen, liebe Geschwister, möge Allah uns allen den Erfolg dazu verleihen, das zu lernen und zu verstehen, was wir lernen wollen, und das auch in die Tat umzusetzen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns angeordnet, Az-Zakah zu entrichten, und deswegen muss man die Regelungen kennen. Zumindest die Regelungen vom Zakat kennen, die einen selbst betreffen. Man muss wissen, was die Voraussetzungen sind für Zakat, damit es zur Pflicht wird. Und man muss wissen, wie viel Zakat man zahlen muss. Und man muss wissen, wer Zakat entrichten muss. Und man muss wissen, in welcher Art von Vermögen Zakat Pflicht ist. Zakat ist, wie wir alle wissen, ein Rücken der Arkan des Islam, ein Pfeiler der fünf Pfeiler des Islam. Und dafür gibt es viele Belege aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und Allah subhanahu wa ta'ala hat es im Koran an 82 Orten, an 82 Stellen im Koran mit dem Gebet zusammen erwähnt, As-Salah und As-Zakah, und das weist auf die Gewaltigkeit des Zakah hin und darauf hin, dass man den besten Kontakt zu Allah subhanahu wa ta'ala hat. Den Kontakt erhält man, indem man Allah anbetet. Und Az-Zakah ist wie eine Stärkung dieses Bundes. Und selbst As-Siddiq radiallahu anhu ardah hatte gesagt, لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. Ich werde bekämpfen jemanden, der irgendeinen Unterschied macht zwischen As-Salah und As-Zakah. Gemeint ist, wenn einer zum Beispiel betet und kein Zakah gibt, oder die Zakah gibt, dann nicht betet, oder sagt, das eine ist Pflicht und das andere keine Pflicht. Jemand, der so etwas sagt, Abu Bakr radiallahu anhu hat ihm angekündigt, dass er ihn bekämpfen wird. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat im bekannten Hadith gesagt, Bunyal Islamu ala khams, der Islam ist auf fünf Dingen aufgebaut. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulallah. Das Bekenntnis, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist außer Allah, und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist. Wa iqamis salah, und das Verrichten des Gebetes, wa ita'i zakah, und der Entrichtung der Zakah. Az-Zakah in der arabischen Sprache bedeutet unter anderem die Reinigung und auch das Vermehren. Und die Muslime sind sich darüber einig, das heißt die Gelehrten des Islam sind sich darüber einig, geht ein Ijma' darüber, dass Zakah Fard ist.
also Pflicht ist. Und es ist der dritte aller Pfeiler, aller fünf Pfeiler des Islam. Und wer die Pflicht des Zakat leugnet, ist Kafir unter Übereinkunft der Gelehrten. Und wer es nicht gibt, des Zakat, wird von dem islamischen Staat dazu zur Rechenschaft gezogen, wie wir sehen werden. Also Zakat wurde im zweiten Jahr nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam zur Pflicht. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat extra dafür Leute entsandt, die von den verschiedenen Stämmen und Völkern die Zakat einsammeln. Und dass sie es denjenigen geben, die es verdienen, das heißt diejenigen, die es bekommen sollen. Und auch die Khulafa ar-Rashidun, die rechtgeleiteten Khulafa, haben es auch so gemacht. Sie haben Leute gehabt, die die Zakat eingesammelt haben und dann es denjenigen Menschen gegeben haben, denen es gehört. Und Abu Bakr radiallahu anhu, der erste Khalifa, hat, wie wir alle wissen, nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam diejenigen der Araber bekämpft, die sich geweigert haben, also Zakat zu bezahlen, hat Krieg geführt gegen sie. Und manche Ulama haben gesagt, er hat Krieg geführt gegen sie, weil sie die Pflicht des Zakat geleugnet haben. Denn wer die Pflicht des Zakat leugnet, ist Kafir und Murtad. Und andere haben gesagt, einfach weil sie sich geweigert haben, es zu zahlen. Und Zakat ist ein Recht der armen Menschen. Und wenn jemand ein Recht der armen Menschen behält, dann ist es wie wenn er es geklaut hätte von ihnen. Es gehört ihnen praktisch gar nicht. Und es gehört den armen Menschen. Oder denjenigen Menschen, wie wir sehen werden, dem es gegeben wird. Und also Zakat ist eine gute Handlung und eine gute Tat gegenüber allen Geschöpfen. Und es ist eine Reinigung des Geldes, des eigenen Vermögens von Schmutz und ein Schutz des Geldes vor Katastrophen und Unheilen in Bezug auf die Familie, auf das Geld und anderes. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, in Surat At-Tawbah, auf der Seite 203, im Vers 103, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, nimm von ihrem Besitz ein Almosen, mit dem du sie reinmachst und läuterst. Und das Almosen, Sadaqa, ist der Oberbegriff für alle Arten von Spenden. Und Az-Zakah ist eine Art Sadaqa. Und deswegen ist es eine Reinigung der Seelen vom Geiz. Az-Zakah ist eine Reinigung der Seelen vom Geiz und eine Prüfung für den Reichen, sodass er Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er diese Prüfung besteht, ihm näher kommt. Indem er einen Teil dessen, nur einen kleinen Teil dessen, was ihm gehört, für Allah subhanahu wa ta'ala gibt, obwohl er diesen Besitz liebt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat es zur Pflicht gemacht und segnet das Geld desjenigen, der Zakat gibt. Und es ist Pflicht gemacht worden, in verschiedenen Sachen, in den Vierfüßlern, in den Tieren also und in den, also nicht in allen Vierfüßlern, sondern die werden erwähnen, aber Tiere, in Vierfüßler, manchen Vierfüßlern, Tieren und auch in Bezug auf die Saat und auch in Bezug auf Gold und Silber und die Ware, die man besitzt, die Ware des Händlers. Und für alle Kategorien hat Allah subhanahu wa ta'ala einen bestimmten Prozentsatz oder bestimmte Menge an Zakat an Pflicht gemacht, einen bestimmten Anteil zur Pflicht gemacht. Nicht in jedem Anteil, den wir erwähnt haben, gibt es die gleiche Menge an Zakat, die man zahlen muss. Zum Beispiel, und die Weisheit, die dahinter steckt, denn nicht jede Art von Vermögen, das man besitzt, hat man gleich viel dafür gearbeitet und geleistet. Manches Geld hat man einfach bekommen, da muss man mehr Zakat zahlen. Und manches Geld hat man schwerer erworben, so muss man weniger Zakat dafür zahlen. All dies hat Allah subhanahu mit seiner Weisheit so bestimmt. Zum Beispiel Ar-Rikaz. Ar-Rikaz ist das, sind diejenigen Bodenschätze, die man aus der Jahiliyyah gefunden hat.
irgendwelche Bodenschätze, die man aus der Jahiliyyah gefunden hat. Und wenn man so etwas findet, dann muss man ein Fünftel dessen als Zakat zahlen. Wie heißen die? Rikaz. Und diejenigen Sachen, das kommt aber alles noch, inshallah. Das ist nur eine kleine Auflistung. Und diejenigen Sachen, zum Beispiel, wenn man etwas, wie sagt man, wenn man gießen muss, irgendeine Art von Pflanzen gießen muss, und aber, Entschuldigung, wenn man eine Art von Pflanzen hat und die tragen Früchte, aber man musste dafür nichts gießen, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat es gießen lassen vom Himmel, dann muss man dafür nur die Hälfte eines Fünftels geben. Also die Hälfte eines Fünftels ist ein Zehntel. Muss man ein Zehntel Zakat nur geben. Und wenn man sogar noch sich Mühe gegeben hat, diese Sachen zu gießen, zu bewässern, dann muss man sogar nur ein Zwanzigstel geben. Und in Dingen wie zum Beispiel Geld, also Gold und Silber, dann muss man, oder den Waren, die man besitzt, muss man nur das Achtel eines fünften Teiles bezahlen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat es Zakat genannt, denn es reinigt, wie ich gesagt habe, Zakat ist die Reinigung, denn es reinigt die Seele und das Vermögen. Und Zakat ist keine Strafe und keine Art Steuer, die irgendwie das Vermögen des Menschen verringert und irgendwie dem Menschen schadet, sondern im Gegenteil, Zakat vermehrt das Vermögen des Menschen, obwohl er es nicht berücksichtigt, obwohl er es nicht merken kann. Denn der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagt in einem Hadith bei Tirmidhi und bei anderen, ma naqasa malu abdin min sadaqah. Das heißt, das Geld eines Dieners wird durch Sadaqah niemals weniger. Das Geld eines Dieners wird durch Sadaqah niemals weniger. Und Zakat in der Definition bei den Fuqaha bedeutet, dass man ist eine Pflichtabgabe in einem bestimmten Vermögen in Bezug auf eine bestimmte Gruppe von Menschen zu einer bestimmten Zeit. Und in Bezug auf die Tiere und auf das Geld und auf die Ware geht es um ein Jahr. Jedes Jahr. Und oder was heißt Al-Hawl? Also wenn ein Jahr vorübergegangen ist, und hier geht es um die, wie heißt es, Mondjahre bei diesen Sachen. Bei den Tieren, bei dem Geld und bei der Ware geht es um die Mondjahre. Und das alles weist darauf hin, dass wir Muslime uns an unseren Kalender halten sollen. Der Mondkalender, an den sich die Muslime gehalten haben. Und in Bezug auf das Korn, wenn es reif wird. Das heißt, man sagt, wenn Korn am Anfang ist die Hülle weich, wenn es fest wird, dann ist die Zakat Pflicht für das Korn. Und nicht eben einmal im Jahr, sondern Korn, wenn es zehnmal im Jahr kommt, musst du zehnmal zahlen. Und wenn es fünfmal im Jahr kommt, das die Früchte von Pflanzen, dann musst du fünfmal im Jahr zahlen und so weiter und so fort. Und bei den Früchten ist es so, dass man Zakat zahlen muss, sobald die Früchte anfangen reif zu werden. Und das hängt von jeder Art von Frucht ab. Jede Art von Frucht hat andere Kennzeichen, wann eine Frucht reif geworden ist. Und in Bezug auf Honig, bei manchen Fuqaha, sobald man eine bestimmte Menge hat. Und in Bezug auf die Bodenschätze, sobald man sie entdeckt hat. Und in Bezug auf Zakat al-Fitr, sobald die Sonne untergeht von der Nacht vom Eid. Also sieht man, dass die Zakat ist nicht immer auf ein Jahr bezogen, sondern zu verschiedenen Sachen, zu verschiedenen Zeiten. Also Zakat ist für den Muslim Pflicht, wenn er fünf Voraussetzungen erfüllt hat. Also Zakat ist nicht für jeden Muslim Pflicht, sondern erst, wenn er fünf Voraussetzungen erfüllt hat. Die erste Voraussetzung ist auf Arabisch Al-Hurriya. Das heißt, die Tatsache, dass er ein freier Mensch ist. Das heißt, ein Sklave und eine Sklavin brauchen keinen Zakat zahlen. Und
Der Grund ist, weil der Sklave und die Sklavin besitzen kein Geld, sondern das, was sie besitzen, gehört ihrem Herrn, das heißt ihrem Besitzer. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt: Man ba'a abdan walahu mal, famaluhu lil ba'i, illa an yashtaritahu al mubta'. Das heißt, wer einen Sklaven verkauft, während dieser Sklave Geld hat oder Vermögen hat, dann gehört dieses Vermögen, Klammer auf, nach dem Kauf, Klammer zu, Klammer auf, immer noch, Klammer zu, dem Verkäufer. Es sei denn, der Käufer hat es als Bedingung gestellt. Also normalerweise, wenn man einen Sklaven verkauft, dann gehört das, dann verkauft man nur den Sklaven. Aber das Vermögen, was der Sklave besitzt, das behält der Verkäufer. Weil es ist nicht, gehört nicht dem Sklaven, es gehört dem Verkäufer. Und das ist der Hadith, ist klar. Es sei denn, der Käufer sagt, ich möchte aber auch sein Vermögen haben. Ja? Dann würde er das, was er in seinem Besitz ist, obwohl es dem Herrn gehört, auch dazu bekommen. Und das ist die, und die Mehrheit der Ulama hat gesagt, dass der Zakat Pflicht ist für den Sklavenbesitzer, weil ihm gehört ja das Geld. Und nur Imam Malik rahimahullah hat also hier widersprochen, oder mindestens er hat widersprochen und gesagt, dass es weder Pflicht ist für den Sklaven, das Vermögen, was in seinem Besitz ist, was er eigentlich selbst nicht besitzt, aber was in seiner Hand ist, davon Zakat zu bezahlen, und noch sein Herr muss dafür Zakat bezahlen. Wie dem auch sei, die zweite Voraussetzung dafür, dass Zakat Pflicht ist für den Muslim, und zwar, dass man Muslim ist. Also für den Menschen, dass man Muslim ist. Der Kafir, von ihm wird die Zakat nicht verlangt. Denn Zakat zu bezahlen ist eine Art, wie man Allah subhanahu wa ta'ala näher kommt. Und es ist eine Gehorsamkeit, eine Ta'ah, eine gute Tat. Und der Kafir gehört nicht zu denjenigen Menschen, die sich Allah durch gute Taten nähern können. Denn bei jeder Ibadah braucht man eine Niyyah, eine Absicht. Und der Kafir hat nicht die Absicht, Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen durch diese Tat. Wie dem auch sei, selbst wenn, würde sie von ihm nicht angenommen werden. Aber allgemein, dass der Islam alle Menschen auffordert, Zakat zu bezahlen, dieser allgemeine Befehl ist da. Denn jeder Mensch ist dazu aufgerufen worden, Muslim zu werden. Allah subhanahu wa ta'ala lädt alle Menschen zum Islam ein und möchte, dass alle in seine Barmherzigkeit eintreten, damit sie ins Paradies kommen können. Aber in einem islamischen Staat würde der Regierende nicht von einem Kafir Zakat verlangen, denn er ist kein Muslim. Dann wird er Jizya verlangen. Steuern. Ja, nach den bekannten Regeln. Ja. Auch da nicht von jedem, ne? Nicht von jedem. Aber das reden wir schon auch im Kitab al-Jihad, aber auch nicht von jedem. Also. Ja. Und der Grund, warum man von dem Kafir kein Zakat verlangt, das hat alles Belege. Die Gelehrten sagen nicht einfach so, sondern der Grund ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er Muad ibn Jabal in den Jemen geschickt hat, hat er zu ihm gesagt, dass du sollst sie aufrufen als erstes zu La ilaha illallah. Wenn sie dir darin gehorchen, oh, anna Muhammad Rasulullah, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Dann, erst hat er gesagt, wenn sie dir darin gehorchen, das heißt, wenn sie die Schahade aussprechen und das anerkennen, dann sagst du ihnen, dass Allah subhanahu wa ta'ala für sie 5 Gebete pro 24 Stunden zur Pflicht gemacht hat. Das heißt, Hadith pro Tag und Nacht. Und danach hat er gesagt, wenn sie dir darin gehorchen, dann verkünde ihnen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen zur Pflicht gemacht hat, eine Sadaqa, also das ist allgemeiner als Zakat, eine Sadaqa, und gemeint ist das Zakat, die von ihren Reichen genommen wird und ihren Armen gegeben wird. Von ihren Reichen genommen wird und ihren Armen gegeben wird. Und das zeigt, subhanallah, dass der Islam will von niemandem Geld nehmen, sondern er nimmt es von dem Volk und gibt es ihren eigenen Armen zurück. Das ist ursprünglich der Fall. Deswegen Zakat, normalerweise gibt man in dem Land, wo man lebt. Normalerweise Zakat gibt man in dem Land, wo man lebt. Und dazu kommt es auch zur Glückseligkeit auf dieser Welt, denn da, wo die reichen Menschen sind,
werden sie nicht mehr beneidet durch die armen Menschen, weil sie die reichen Menschen ihnen die Zakat geben. Würde jeder reiche Mensch in seinem, wenn alle Muslime jetzt hier nur in ihren Heimatländern immer Zakat zahlen würden, dann würden die armen Muslime hier in Deutschland niemals Zakat erhalten und sie würden arm bleiben. Und das ist nicht Sinn der Sache. Man bleibt Armut, das kann man gegen Armut, ja. Und in jedem Land gibt es Reiche und Arme. Deswegen, ursprünglich gesehen, soll jeder Mensch in seinem eigenen Land Zakat zahlen. Und der Hadith, den ich erwähnt habe von Mu'adh, ist muttafaqun alayh, das heißt, er ist bei Bukhari und bei Muslim. Die dritte Voraussetzung für Pflicht von Zakat. Wir haben gesagt, erstmal freier Mensch, zweitens Muslim. Drittens, dass der Zakat, dass das Vermögen, für das man Zakat zahlen muss, muss eine bestimmte Menge erreicht haben. Und wenn es diese Menge noch nicht erreicht hat, braucht man keinen Zakat bezahlen. Und das ist eine bestimmte Menge, die wir inshallah ausführlich erwähnen werden in den kommenden Sitzungen inshallah. Und der Zakat hängt nicht ab vom Alter der Person und nicht, ob sie gesund ist oder krank ist. Das heißt, ob ein Mensch ein Jahr alt ist und viel Geld besitzt oder 100 Jahre alt ist, ob er krank ist, geisteskrank oder ob er gesund ist, für alle müssen sie aus ihrem Vermögen Zakat bezahlen. Und der Grund dafür ist, dass der Zakat ist Pflicht in Bezug auf das Geld. Das Geld an sich, davon muss man Zakat geben. Egal, ob die Person jung oder alt ist, wenn sie klein ist, dann muss ihr Verantwortlicher dafür Zakat bezahlen, der Wali dafür. Inshallah, Fragen am Ende. Ende. Und das, der Beleg dafür ist, dass die Belege in Quran und Sunnah haben keinen Unterschied gemacht in Bezug auf das Alter. Wie auch in dem Vers heißt es, nimm von ihrem Vermögen eine Sadaqa, durch die sie reinigst und läuterst. Und da ist nicht unterschieden worden zwischen jemandem, der alt ist oder jung ist. Es geht um das Geld selbst. Na. Viertens ist etwas, was man auf Arabisch nennt Istiqrarul Mulkiya. Das heißt, dass die das Vermögen, was man besitzt, hängt nicht von etwas anderem ab. Das Vermögen, was man besitzt, hängt nicht von etwas anderem ab. Und es gehört einer bestimmten Person. Zum Beispiel, manche Leute, weil sie eine gute Tat machen wollen, machen sie etwas, was nennt man auf Arabisch Waqf. Waqf, gemeint ist damit, du errichtest irgendetwas, wovon bestimmte Menschen profitieren. Und du machst das als gute Tat für alle Menschen, kostenlos. Zum Beispiel Wasserspender. Wasserspender, manche Leute errichten ihn, und damit jeder davon trinken kann. Und es ist für arme Menschen gemacht. Du musst nicht dafür Zakat bezahlen. Du verkaufst es ja nicht. Genauso zum Beispiel die Schulden des Mukatab. Und zwar, wenn ein Sklave sich freikaufen möchte, dann, wenn ein guter Sklave ist, soll der Sklavenbesitzer ihm erlauben, sich freizukaufen. Und dann macht er mit seinem Sklavenbesitzer aus, zum Beispiel, wenn ich 10.000 Euro erarbeitet habe, dann gebe ich dir, mein Sklavenbesitzer, ich gebe dir dieses Geld und dann bin ich frei. Und der Sklavenbesitzer ist einverstanden damit und jetzt darf der Sklave arbeiten gehen, irgendwas machen, bis er dieses Geld zusammen hat, darf er sich dem seinem Besitz, seinem Herrn geben und dann ist er frei. Und das nennt man Mukataba oder Kitaba. Kitaba. Und diese Art von Geld muss man keinen Zakat dafür bezahlen. Das heißt, der Sklave, das Geld, was er sich erarbeitet, um sich frei zu kaufen, dafür muss er keinen Zakat bezahlen. Denn dieses Geld ist noch nicht klar, wem es gehört. Gehört es dem Sklaven, weil er es erarbeitet hat, oder gehört es dem Sklavenbesitzer? Und der Sklavenbesitzer kann jederzeit sagen, nein, ich möchte doch nicht. Und ähnliches. Und deswegen, oder es kann sein, dass der Sklave dann nicht mehr in der Lage ist, das zu zahlen oder ähnliches. Auf jeden Fall ist das Geld nicht klar und festgesetzt, wem es jetzt gehört. Und deswegen muss dafür kein Zakat bezahlt werden.
Die fünfte Voraussetzung ist, dass in Bezug auf das Vermögen ein Jahr verstrichen ist. Also man ist im Besitz dieses Vermögens, was diesen Nisab, diese Mindestgrenze erreicht hat an Menge, und dann muss es ein Jahr im Besitz des Menschen gewesen sein. Und wie gesagt, in Bezug auf das Vermögen, was wir erwähnt haben, in Bezug auf die Art von Vermögen, die wir gesagt haben, also zum Beispiel in Bezug auf die Früchte, haben wir gesagt, nein, sobald die Früchte reif sind, muss man dafür Zakat bezahlen, wenn sie Früchte in der Menge sind. Aber es muss kein Jahr vergehen. Wie dem auch sei, der Grund dafür ist, dass Aisha radiallahu anha, unsere Mutter, gesagt hat, لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. Der Hadith ist bei Ibn Majah, At-Tirmidhi und Abu Dawud und As-Sahih. Das bedeutet, es gibt kein Zakat als Pflicht in Bezug auf ein Vermögen, bis nicht ein Jahr verstrichen ist. Und gemeint ist wie hier die Mondjahre. Und das bezieht sich nicht also auf was aus der Erde gewonnen wird, wie zum Beispiel die wie Korn oder Früchte, sondern diese Sachen sind Pflicht, sobald es sie gibt, sobald sie erscheinen. Und das Jahr ist nicht interessant, ist nicht wichtig, wann das Jahr verstrichen ist, sondern das Jahr ist entscheidend bei, haben wir gesagt, beim Geld, bei den Tieren und bei der Ware und all dies aus Barmherzigkeit mit demjenigen, der sie Dinge besitzt und damit von seinem Vermögen nichts verschmälert wird. Ja. Die Erzeugnisse der Tiere. Die Erzeugnisse der Tiere, wie zum Beispiel Kinder, wenn Tiere Kinder haben, oder Milcherzeugnisse oder ähnliches, was sie noch erzeugen können, und auch was man durch sie gewinnt an Vermögen, steht im Zusammenhang mit den Tieren, die es erzeugt haben. Ich habe das allgemein ausgedrückt und jetzt sage ich gleich, was damit gemeint ist. Das heißt, wenn irgendein erzeugendes Tier etwas erzeugt hat, dann hängt das Erzeugte vom Erzeuger ab und nicht ist das erzeugte Tier nicht irgendwie ein separates Tier, was man getrennt betrachtet und bei dem auch ein Jahr verstreichen muss, damit man dafür Zakat bezahlt. Sondern es hängt alles ab von der Mutter des Tieres sozusagen oder vom Erzeuger, vom ursprünglichen Tier. Gemeint damit ist zum Beispiel ein einfaches Beispiel. Bei Schafen, wenn man Schafe hat, dann muss man erst Zakat bezahlen, wenn man ein Jahr lang 120 Schafe gehabt hat. 120 Schafe ein Jahr lang gehabt hat. Okay. Wenn jetzt aber in der Nacht vor diesem Zakat-Zahltag ein Tier geboren wird, ein neues Schaf geboren wird, dann muss man zwei Schafe schon bezahlen. Normalerweise für 120 muss man ein Schaf bezahlen. Aber sobald innerhalb des Jahres, wenn es nur eine Nacht bevor dem Zakat-Tag war, ein weiteres Schaf geboren ist, das 121. dann muss man schon sein zweites Zakat, sein zweites Schaf bezahlen. Und das ist damit gemeint, damit dass die Erzeugnisse von diesem, was man hat, erhalten die gleiche Regelung wie die ursprünglichen Tiere. Das damit gemeint. Also man darf nicht denken, jetzt diese 120, von denen zahle ich jetzt 1 und das neue erzeugte Tier, da warte ich auch wieder ein Jahr und erst wenn ich dann wieder 120 gehabt habe, dann wieder ein Schaf. Nee. Sondern das eine gehört zu den anderen Tieren dazu. Ja. Und das gleiche gilt auch für das monatliche Gehalt, was der Mensch besitzt. Also mit anderen Worten, wenn man ein Jahr lang 10.000 Euro gehabt hat und einen Tag vor dem Zakat-Tag bekommt man noch 100 Euro dazu, muss man Zakat zahlen für 10.100 und nicht für 10.000, sondern für 10.100. Ja. Wie gesagt, also wenn das Geld, wie sagt man,
sich vermehrt hat durch das Geld, was man gehabt hat. Also man hat Geld gehabt, 10.000, und man hat es investiert, und dadurch sind jetzt 10.100 geworden, dann wird das Geld hinzugefügt. Frage, was sagt man für 10.000? Am Ende, ach, es kommt alles, inshallah. Kommt alles, inshallah. Und der Beweis dafür, dass man Zakat zahlen muss für Früchte und ähnliches und Korn und was die Erde hergibt, an dem Tag, an dem es gepflückt wird, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat im Koran, in Surat Al-An'am, im Vers 141, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, und entrichtet am Tag ihrer Ernte ihren Pflichtanteil. Und entrichtet am Tag ihrer Ernte ihren Pflichtanteil. Wenn man jemandem Geld ausgeliehen hat, und die Person, der man das Geld ausgeliehen hat, hat nicht kein Geld, um das zurückzuzahlen, und kann das Geld nicht zurückbezahlen, dann muss man einfach nur die Zakat bezahlen von diesem Geld, wenn man es zurückbekommen hat, und zwar einmal. Also ich leihe jemandem Geld aus, und es ist ja ursprünglich mein Geld. Es ist ursprünglich mein Geld. Aber die andere Person kann meinetwegen 5 Jahre lang mir das Geld nicht zurückbezahlen. Und dann nach den 5 Jahren, wenn ich dann mein Geld bekomme, dann muss ich das Geld bezahlen, muss ich das Zakat bezahlen für ein einziges Jahr. Ja. Wenn jemand, wenn aber allerdings das Geld jemandem ausgeliehen ist, der genug Geld hat und das Geld nicht zurückbezahlt, so ist die Zakat in Bezug auf dieses Geld Pflicht. So ist die Zakat in Bezug auf dieses Geld Pflicht für jedes Jahr. Denn nur weil er es nicht zurückgeht, heißt nicht, dass er für kein Zakat bezahlt werden muss. Aber da gibt es Einteilungen, und zwar, wenn man jemandem Geld leiht, zum Beispiel 100.000 Euro, und die Zeit zum Zakat ist gekommen, da gibt es eine Fallunterscheidung. Wenn die Person das Geld zahlen kann, und man jederzeit ihn darum bitten könnte, dass man das Geld bekommt, dann muss man Zakat bezahlen. Nochmal, wenn ich jemandem Geld leihe und ich könnte jederzeit diese Person darum bitten, dass sie mir mein Geld wieder zurückgibt, ich mache es aber nicht, dann muss ich trotzdem Zakat bezahlen. Weil ich habe zu wenig getan dafür, dass ich mein Geld nicht bekommen habe. Aber wenn der Schuldner sein Geld nicht zurückbezahlen kann, dann muss ich keinen Zakat bezahlen. Wie gesagt, dann erst, wenn ich das Geld zurückbekommen habe und dann nur für ein einziges Jahr. Nach einer Meinung der Ulama muss ich für jedes Jahr bezahlen. Nach mancher einer Meinung von Ulama muss ich für jedes Jahr bezahlen. Alle 5 Jahre, wenn ich 5 Jahre Geld ausgegeben habe. Aber die zweite Ansicht, die richtigere Ansicht, dass man nur für ein Jahr bezahlen muss, ist die richtige Ansicht. Also selbst wenn man es nach 30 Jahren erhält, muss man Zakat nur für ein Jahr zahlen. Und das war auch die Ansicht von Aisha, von Ali und Ibn Umar, radiyallahu anhum. Möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, mit allen Sahaba. Und das ist auch die richtige Ansicht, weil das Geld hat man ja nicht. Wie kann man zur Pflicht machen, Zakat zu zahlen von einem Vermögen, in dessen Besitz man gar nicht ist? Ein weiterer Fall, wenn der Schuldner sich weigert zu zahlen und er hat genug Geld, dann Fallunterscheidung. Entweder man kann sein Geld erwerben durch Gericht zum Beispiel, dann muss man Zakat bezahlen. Denn wenn man die Möglichkeit hat, durch eine Macht, durch einen Sultan, durch zum Beispiel durch den Richter, sein Geld zu erlangen, dann muss man das tun. Tut man es nicht, dann muss man Zakat selbst bezahlen. Zweiter Fall, kann man es nicht bekommen, weil es zum Beispiel keine Zeugen gibt oder andere Gründe, denn der Richter muss ja irgendwie Beweise auch bekommen, dann muss man Zakat bezahlen, wenn man es nach 10 Jahren erhält, allerdings nur für ein einziges Jahr. Allerdings nur für ein einziges Jahr. All dies als Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn der Schuldner leugnet, dass er Zakat zu bezahlen hat, dann ebenfalls das gleiche wieder. Man schaut, kann man es erwerben, zurückbekommen durch ein Gericht oder ähnliches, dann muss man das machen und Zakat bezahlen. Geht es nicht, aus bestimmten Gründen,
dann muss man keinen Zakat bezahlen, sondern erst, wenn man das Geld zurückbekommt, falls man es überhaupt irgendwann zurückbekommt, weil er leugnet es ja, und dann nur für ein einziges Jahr. Und das gleiche gilt für die Morgengabe. Wenn man die Morgengabe zahlen kann und die Frau es auch verlangen kann, dieses Geld, tut es aber nicht, dann muss die Frau dafür Zakat bezahlen. Also, ihr wisst, dass die Morgengabe, al-Mahr, bei der Heirat, nicht unbedingt gezahlt werden muss bei der Heirat selbst, sondern es kann sein, dass man im Vertrag ausmacht, etwas anderes. Also zum Beispiel, mein Mahr ist, meinetwegen, dass du mit mir zu Hajj gehst, oder mein Mahr ist 5000 Euro, sobald du das Geld verdient hast, oder so ähnliches. Man kann das ausmachen, als unter Mann und Frau, im Ehevertrag. Aber, wenn die Frau zum Beispiel ausgemacht hat, du musst mir Mahr zahlen, sobald du mich geheiratet hast, zum Beispiel 3000 Euro, dann, wenn sie es nicht verlangt, das Geld, obwohl sie der Mann es zahlen könnte, dann muss sie Zakat für dieses Geld bezahlen, weil sie hat zu wenig getan dafür, dass sie das Geld bekommt. Ja. Wenn Mahr sofort laut Vertrag zu zahlen ist, also sobald der Vertrag abgeschlossen ist, dann gelten es ganz als ganz normale Schulden. Wenn man sie nicht bezahlen kann, gelten sie als ganz normale Schulden und erhalten die Regelung, wie wir vorhin erwähnt haben. Wenn man aber zum Beispiel ausmacht, dass die zweite Hälfte des Mahr erst bei einer Scheidung Pflicht wird, dann, wenn man der Ansicht ist, dass Mahr durch den Vertrag bzw. durch Duchul Pflicht wird, Duchul ist gemeint damit der Verkehr mit der Ehefrau. Also nochmal, wenn man zum Beispiel die zweite Hälfte des Mahr erst bei einer Scheidung zur Pflicht macht, dann, wenn man der Ansicht ist, dass Mahr durch den Vertrag bzw. durch Duchul Pflicht wird, dann sind es ganz normale Schulden. Wenn man es aber erst als Pflicht betrachtet, sobald die Scheidung stattfindet, dann muss er die ganzen Jahre bis zur Scheidung keine Zakat bezahlen. Denn dann ist es erst Pflicht geworden, sobald die Scheidung stattgefunden hat. Der zweite Teil des Mahr. Na. Und wenn jemand beklaut worden ist und man kann sein Geld bekommen, wie gesagt, durch Gericht, durch anderes, dann ist Zakat Pflicht. Wenn nicht, dann ist es keine Pflicht, dass man Zakat bezahlt für das Geld, wo man gestohlen worden ist. Was von einem bestohlen worden ist. Und wenn man Geld versteckt und man vergisst, wo man das Geld versteckt hat, weil man kann es nicht mehr finden, dann ist keine Zakat-Pflicht. Und wenn man es nach vielen Jahren wiederfindet, dann muss man Zakat zahlen für ein einziges Jahr. Die zweite Ansicht ist, dass man Zakat zahlen muss auf jeden Fall. Warum? Also für jedes Jahr. Denn der Zakat ist ein Recht der armen Menschen. Und die Tatsache, dass man vergessen hat, wo man sein Geld hingesteckt hat, heißt nicht, dass die Armen ihr Recht nicht erhalten. Und der Gelehrte Shinqiti bevorzugt auch diese Ansicht. Na. Wenn man zum Beispiel Vermögen hat, das man verwendet, wie zum Beispiel Kleider, Schuhe, Autos, Häuser, alle Sachen, die man verwendet, selbst verwendet und nicht irgendwie vorhat, damit Handel zu treiben, diese Sachen braucht man dafür keine Zakat bezahlen. Und auch nicht für Möbel oder Tiere, die man hat, um damit zu reiten, oder Tiere, die man irgendwie verwenden will. All diese Sachen braucht man dafür kein Zakat bezahlen. Wenn man Geld für Handel geliehen hat und der ganze Handel der anderen Person hängt von diesem Geld ab, muss man auch keinen Zakat bezahlen bei der Mehrheit der Ulama. Und die zweite Ansicht ist, dass man entweder Zakat bezahlt oder man begleicht seine Schulden, und der Gelehrte bevorzugt auch diese Ansicht. Und das ist
Das ist der Grund, also nochmal, wenn ich zum Beispiel jemandem Geld ausleihe und der macht damit Tijarat, treibt damit einen Handel. Diese Person besitzt die Ware, die hat einen Wert. Oder sie besitzt sogar flüssiges Geld. Wenn ein Jahr jetzt vorbei ist, entweder er zahlt seine Schulden, ist eine Pflicht, oder er gibt Zakat. Aber zu sagen, weder das eine noch das andere, dann geht entweder das Recht des Geldgebers verloren oder das Recht der armen Menschen verloren. Und wenn man zum Beispiel bei Allah subhanahu wa ta'ala Schulden hat, wie zum Beispiel, wenn man eine Kafara bezahlen muss an armen Menschen oder ähnliches, dann verhält es sich genauso wie bei den Menschen. Und wenn man Kleidergeschäfte hat, zum Beispiel Kleidergeschäfte hat, muss man nach einem Jahr für den Wert der gesamten Kleider Zakat bezahlen und das Geld, was man dadurch erworben hat. Man fügt es zusammen, man rechnet aus, wie viel der Wert der Kleider ist, plus dem Geld, was man durch diese Tijara erworben hat, fügt es zusammen und wendet den Nisabe, das heißt den Mindestansatz überschritten hat, dann muss man Zakat für das Geld bezahlen. Und warum fügt man das Geld zu der Ware hinzu? Weil das Geld ist erworben worden durch diese Ware. Und wenn man Autos hat oder Geschäfte hat oder Häuser hat, die man zur Miete freigegeben hat, zur Miete, die man vermietet, so muss man darin kein Zakat bezahlen für diese Gegenstände selbst, aber für das Geld, was man dadurch erwirbt. Ich habe ein Haus und das vermiete ich und das Haus kostet 100.000 Euro und ich bekomme jeden Monat 1.000 Euro Miete, dann brauche ich nicht für die 100.000 Zakat bezahlen, für das Haus selbst, sondern für das Geld, was ich durch die Miete erhalte. Na. Und wenn jemand Zakat zahlen muss, aber er stirbt, bevor er Zakat bezahlt hat, dann müssen die Erben den Zakat bezahlen. Dann müssen die Erben den Zakat bezahlen, weil es sind Schulden, die sie praktisch erworben haben. Außer bei Imam Malik, rahimahullah. Er sagte, dass wenn jemand gestorben ist, dann geht das Vermögen über zu den Erbenden. Und somit müssen sie keinen Zakat mehr bezahlen. Und manche haben eine Unterteilung gemacht. Sie haben gesagt, wenn der Verstorbene es zu leichtsinnig war, das heißt, er hätte es bezahlen können, dann müssen sie Zakat bezahlen. Und ist er zum Beispiel einen Tag gestorben, nachdem er schon Zakat zahlen müsste, und die Zeit war zu knapp zum Beispiel, dann müssen die Erben nicht bezahlen, wie dem auch sei. Die richtigere Ansicht ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama und ist die stärkere Ansicht, denn sie erben praktisch die Schulden mit. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran klar gesagt, dass das Vererbe erst verteilt werden darf an die Erbenden, wenn die Schulden beglichen sind. Erst wenn nach den Schulden noch Geld übrig bleibt, dürfen die Erben das bekommen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, und der Hadith bei Bukhari, Muslim und anderen, فَدَيْنُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ. So sind die Schulden, die man bei Allah hat, so haben die Schulden, die man bei Allah hat, ein eheres Anrecht darauf, dass man sie begleicht. Die Schulden, die man bei Allah hat, haben ein eheres Anrecht darauf, dass man sie begleicht. Und deswegen muss der Erbende sie begleichen, im Namen des Toten, sodass der Tote von diesen Schulden befreit wird, denn es ist eine Pflicht. Und Pflichten, die man gegenüber Menschen hat, entfallen nicht durch den Tod, sondern bleiben ganz normale Schulden. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.